Vielen Dank, lieber Herr Kollege. Ich darf Ihre Frage wie folgt beantworten. Die große Aufmerksamkeit, die in den Vereinten Nationen dem Nahostkonflikt gewidmet wird, spiegelt die Bedeutung wider, die die große Mehrheit der internationalen Gemeinschaft diesem Konflikt beimisst. Dass diese Aufmerksamkeit unvermindert anhält, liegt in erster Linie daran, dass der Konflikt nach wie vor ungelöst ist und sich die Aussicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung, die aus Sicht der Bundesrepublik und der Bundesregierung als einzige dauerhaft Frieden schaffen kann, sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert hat. Die Bundesregierung bewertet die Resolution nach ihrem Inhalt und richtet ihr Abstimmungsverhalten danach aus. Eine Aufrechnung mit anderen Konfliktsituationen kann dabei naturgemäß keine Rolle spielen. Der am 16. November im 4. Ausschuss der Generalversammlung verabschiedeten Resolution ist es Deutschland gemeinsam mit seinen EU-Partnern gelungen, zu verhindern, dass Resolutionen, denen eine Mehrheit in den meisten Fällen ohnehin sicher ist, in deutlich schärferer Form angenommen wurden. Das ist nur durch intensive Verhandlungen mit der palästinensischen Seite möglich. Dort, wo Resolutionstexte jedoch gerechtfertigte Kritik üben, finden sie die Unterstützung der Bundesregierung. Dies betrifft die Verurteilung aller Gewaltakte, einschließlich des Raketenbeschusses auf Israel, ebenso wie die Kritik am völkerrechtswidrigen israelischen Siedlungsbau in den besetzten Gebieten. Die Bundesregierung lehnt darüber hinaus eine unnötige Politisierung von Fachorganisationen durch Resolution zum israelisch-palästinensischen Konflikt ab. Wollen Sie nachfragen, Herr Kollege? Bitte, bitte. Herr Staatsminister, weshalb arbeitet die, wenn Sie das Abstimmungsverhalten so beschreiben, dass Sie ohnehin wegen der Mehrheit das so machen, weshalb arbeitet die Bundesregierung innerhalb der EU nicht aktiv auf eine Änderung des Abstimmungsverhaltens der EU zu einseitig anti-israelischen UN-Resolutionen hin? Ja, Herr Kollege, ich habe Ihnen ja dargestellt, dass die Zustimmung der Bundesregierung zur Resolution, das gilt für den UN-Kontext, aber natürlich auch für andere Kontexte, immer davon abhängt, ob wir grundsätzlich mit der Ausrichtung einverstanden sind. Und wenn Sie sich die entsprechenden Resolutionstexte anschauen, das ist ja ein regelmäßig wiederkehrendes Paket, das sozusagen den Nahostkonflikt betrifft, dann unterstreichen wir damit Positionen, die bekannt sind, die wir seit vielen, vielen Jahren vertreten, die sich beispielsweise gegen den illegalen Siedlungsbau und anderes wenden. Und wir nutzen eben die Möglichkeit, auch unser besonderes Verhältnis zu Israel, aber auch das Vertrauen, das wir bei der palästinensischen Autonomiebehörde genießen und auch unseren Status innerhalb der EU, um in dem Prozess möglichst dafür zu sorgen, dass bestimmte Härten vermieden werden. Das ist uns aus Sicht unserer Diplomaten und auch der Sicht der Bundesregierung gelungen. Und deswegen haben wir den meisten dieser Resolutionen aus gutem Gewissen und voller Überzeugung zugestimmt. Dort, wo diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, stimmen wir nicht zu. Die Anzahl von Resolutionen alleine sagt ja noch nichts über den Inhalt aus. Und deswegen muss man festhalten, dass es nur wenige Resolutionen gibt, denen wir in diesem Paket nicht zugestimmt haben, die wir für eindeutig und einseitig gehalten haben und auch weiterhin halten.